Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Games. So, Leute, wir werden jetzt noch ein bisschen noch mal auf den Markt gehen. Leute. Hab mir überlegt, ich werde mir noch. Wir wollen noch auf dem Flügel, würde ich gerne noch mehr einholen. Ne? Und das ist natürlich Costa. Da waren wir mal in Bayern. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir ihn kriegen, Costa. Weil ich würde noch gerne Spieler noch ein bisschen holen. Und. War erfahrenes Spiel, aber auch wir schauen einfach mal, ob wir ihn kriegen. Wir gucken einfach mal, schauen wir mal, und dann schauen wir mal, was es so bringt, die Saison. Mit ja, ist nicht 10, 14 Millionen, könnte man dann, denke ich mal, bei 10 Millionen sagen. Ich würde fast sagen, 10 Millionen könnte man mal machen, oder Leute? So 10 Millionen. Machen wir mal 10 Millionen erstmal. Gucken wir mal, was er will. Weiterverkaufspreis machen wir natürlich hoch, dass man da noch ein bisschen Ding hin und schauen mal, was er will. Für 10 Millionen, 14, 15, 4. Zumindest mal einen Anfang, dass wir einen kleinen Anfang haben, wie gesagt, Leute. So können wir es ja machen. Dann machen wir. Gehen wir mal auf 13. Machen wir mal 13 Millionen. Schauen wir mal, ob wir zu 13 Millionen noch mehr holen kriegen. Okay, 15 ein. Dann würde ich sagen, machen wir mal 14. 14 Millionen. Mal gucken, ob wir 14 Millionen machen können. Schauen wir mal, ob er für 14 Millionen kriegt. Ich glaube, bei 4. Ja, knapp so, ja. 14 Millionen wäre eigentlich ein guter Preis, Leute. Bei 14. Okay, wir haben ihn mal gekriegt, so. So, jetzt müssen wir ihn jetzt noch verhandeln. Und dann haben wir den nächsten. Und dann würde ich noch vielleicht gucken, dann schafft noch so ist. Wo man noch Potenzial haben wollen. Das wäre halt gut, wo man noch Potenzial uns holen können. 74.000, okay. Sporadisch passt, dann ist es immer gut. Können wir akzeptieren, Leute. Ja. Ist so ein Backup für halt, wir haben dann ein bisschen gewünschte Abgrund und dann noch ein defensives Spieler. Ich würde fast noch sagen, defensive und ein Verteidiger würde ich noch gerne mir holen, Leute. Das sind unsere zwei Dinger, die ich noch gerne hole. Alter, 3 Jahre machen wir mal, dann wäre 35, müsste normal passen. Dann könnt ihr noch mobil schön spielen, noch ein paar Jahre bei uns. Und das wäre natürlich gut, Leute. Nur ein Jahr will er. Okay. Ein Jahr will er nur. Und Gegenangebot 2 Jahre. Hauptmann, 2 Jahre. Vielleicht 2 Jahre. Das wäre doch auch gut. Ob denn Costa 2 Jahre geht doch auch. Oder macht doch ein paar Jahre. Schau mal. Okay, 2 Jahre sind auch immer gut, Leute. 2 Jahre sind gut. Da haben wir jetzt für ihn. Okay, so, dann haben wir ihn noch. Ja, das wäre gut, Leute. Na, ist nicht schlecht. Akzeptieren wir natürlich.
So, passt, das ist ja mein. Okay, da wird ein wenig weniger wie er. Und okay, die Einstiegbonus. Das sind wir knapp eine halbe Million. Können wir akzeptieren, Leute. So, ihn haben wir jetzt auch, Leute. Ihn haben wir jetzt auch noch. Okay. So, jetzt wäre jetzt noch die Anna überlegen, wenn ne, noch ein defensives Spieler und da hätte ich, wie gesagt, Akanchen, naja, du wäre halt, was gut wäre, Upamecano oder Konate, wer ist, ja, so nehme ich Udeken, ich würde fast sagen, wir nehmen ihn anstatt, ne? Upamecano, der ich was sage, den hol mal, tu mal Udo. Okay, 72 ist die Freigabesumme, okay, gut. Ich würde sagen, dann, warten wir mal, okay, 72 ist die Freigabesumme, okay. Dann hätte ich, nein, dann hätte ich sagen, wir tun mal ein paar Tage vorspulen. Bisschen vorspulen, Leute, eins, bisschen, dann, vielleicht kommt noch ein Angebot, 72 nur für ihn. Das wäre halt ein bisschen viel, okay? Okay, der, dann Uganti. Okay, Laie wäre halt gut, eine Laie ist gut für ihn, dass man, dann kann man annehmen für ein Jahr. Dann trainiert er, dann powert er sich noch ein bisschen auf, okay? Okay, die wirklich löse die Dinger nehmen, okay? Dann würde ich sagen, tun wir noch ein bisschen vorspulen, hoffen wir mal, dass es passiert. Vielleicht kommt noch ein An. Okay, wer will mich? Spanien will mich. Okay, ich nehme es also. Ich muss ablehnen. Chile ablehnen. So, jetzt noch die monatlichen Dinger. Was haben wir da? Eigentlich können wir alle ablehnen, Leute. Wir können eigentlich alle ablehnen. Diesen. In England alle 200, 150. Ne, da können wir alle ablehnen. Okay. So, jetzt wäre wirklich, wie gesagt, Leute, was machen wir in den Bereiche? Was haben wir jetzt noch? So, wenn drei Innenverteidiger haben, Innenverteidiger hätten wir gute, Hernandez, okay, das. Er ist gut, Boateng wird wahrscheinlich bald aufhören, er ist auch gut, Süle, Pavard ist für ihn, aber er ist eigentlich auf der Außenposition. Dann haben wir defensives Mittelfeld. Linkes haben wir, links, defensives Mittelfeld haben wir keinen. Und Rashford, das heißt, im Defensive haben wir auch keinen. Das heißt, ich steht fast sage, wir holen uns noch ein Defensivspieler. Und der einzigste, den wir nehmen könnten, wäre er, Leute. Und ich steht sage, wer verhandelt man? 90 bis 75. Wäre teuer wahrscheinlich, aber wir gucken mal, Leute. Wir schauen mal einfach. Vielleicht können wir einen kriegen, wenn nicht, dann warten wir halt noch. Ein Defensivspieler wäre halt noch gut. Wir haben halt wenige Defensivspieler, nur einen sozusagen. Auf der Karte, dann müssen wir mal gucken. 73 wert, 60, okay. Okay, dann müssen wir mal gucken. Wir schauen mal, wie wir es machen, Leute. Wir schauen. Transfer anbietet und machen wir. Ich sage erstmal mit 50. Schauen wir mal, ob die für 50 ihn. Ich denke nicht, dass sie ihn für 50 bringen, weil er 75 Euro. Ah, wir gucken einfach mal. Wir wollen halt noch einen Defensivspieler brauchen. 5? Wir schauen einfach mal, was sie verlangen, Leute.
Okay, er bleibt nicht, okay. Für ihn wird schwer. Das heißt, dann würde ich fast sagen, Merkur. Okay, die zwei werden halt nicht schlecht. Er wär gut. Aber ich würde sagen, wir suchen noch ein zentrale Defensivspieler. Position. Mittelfeld DM. Dann machen wir noch Alter, Mama bis Mama 25, würde ich sagen. Und dann gucken wir erstmal in Nationalität natürlich. Nationalität, und machen wir erstmal Deutschland. Schauen wir erstmal die deutschen Teams mal an, Leute, würde ich mal sagen. Was in Deutschland so für Spieler drin sind. Wen wir da mal gucken können, und dann gucken wir einfach mal, wen. Vielleicht, das ist halt das Problem. In Deutschland wird es halt wahrscheinlich defensive Spieler ein wenig schwierig bis 25. Okay, De Will mit 71 wäre eine Option. Warte mal, tun wir mal beobachten und vormerken. Denn wäre halt eine Möglichkeit, könnten wir mal versuchen, ob mein Benehmen, weiß ich nicht. Wir gucken so, jetzt steht die Sache gegen Deutschland. Natürlich nach England gehen wir die Sache, Leute. Suchen wir in England die englische. Mal schauen, ob da ein guter englischer Spieler ist. Aber in England sieht auch nicht so gut aus. Ne, bis 84er. 23. Könnte man mal vormerken, Leute. Weil es wäre halt noch gut, noch ein defensives Spieler noch zu haben. Es wäre halt nicht schlecht. So, jetzt gehen wir noch. Brasilien suchen wir jetzt mal noch einer. Gucken wir mal in Brasilien immer. Das machen wir jetzt auch mal ein bisschen defensiver. Mit Brasilianer, schauen wir mal. Vielleicht gibt's da einen, den wir vielleicht haben könnten, aber sie. Okay, das jetzt auch. Nein, müssen wir weglassen. Okay. Brasilien weg, England. Gehen wir mal nach Italien. Schauen wir mal, bei Italien könnte man. In Italien gibt es ja einen, glaube ich. Er wäre eine Option. Okay, der wäre eine Option. Okay, gut. So. So, und jetzt schauen wir mal. Spanien ist auch immer nicht schlecht. Aus Spanien kann man auch, sind auch immer gute Spieler dabei, Leute. In Spanien gibt es auch gute Spieler. In Spanien gibt es ja auch noch, vielleicht noch ein, aber sieht nicht danach aus. Okay, so defensiv, okay. Dann wird falsche Taste gedrückt, Leute, falsche Taste. So, und jetzt könnten wir eigentlich, machen wir dann über, Brasilien, Frankreich, Niederlande könnte man noch mal gucken, Leute, ob man noch einen findet, der. Ah, sieht aber nicht bis 25. Nee, können wir nicht sagen. Okay, Leute. Aber Leute, dann würde ich sagen, wir machen für heute dann Feierabend.
Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.